So, um euch mal so eine Idee zu machen, also hier, das habe ich jetzt provisorisch abgedichtet. Und hier sind zwar die beiden Frettchen da, hier, Lucinda ist halt ein bisschen, die wird so langsam, aber nee, die ist schon ein bisschen verrückt. Hier, das ist kalt, nicht ideal. Die Wand müsste wahrscheinlich ein bisschen, ja, abgesicherter werden. Hier so noch ein Loch unten da. Und dann vielleicht ein richtiges Fenster. Aber die Idee ist halt, hier ist die Lavinia hoffentlich, ich finde die bald was. Die Idee ist halt, dass der Boden muss ausgeglichen werden. Also weil da wo ihr jetzt die Platten seht, das ist halt, wo Löcher sind unten auf dem Boden. Die habe ich halt einfach erstmal da so einfach draufgepackt. Aber die Idee ist halt, dass der Boden irgendwie abgesichert ist und dann vielleicht ein Gehege von hier bis da. Und dann halt so ein großes, damit da aus Metall. Und das müssen wirklich so dünne Metallstäbe sein, weil hier kann sie schon durch, also durch diese. Das musste ich dann noch alles nochmal irgendwie mit einem zweiten Gitter absichern. Naja, also der Boden muss ausgeglichen werden. Ist dann auch einfacher sauer zu machen, die Löcher ausgefüllt. Und dann habe ich einen Mann, der schweißt. Aber die Idee ist halt, ja, so, dass man da reingehen kann. Und dass da halt genug Stimulation ist, genug Freiraum. Und vielleicht wird die Kleine dann ein bisschen ruhiger, die Arme. Ich meine, ist schon ein großer Käfig, aber sie braucht halt mehr Stimulation, die Arme. Und wenn ich jetzt anfassen würde, reingehen würde hier, die würde mich sofort anreißen hier. Die Kleine, leider. Naja, auf jeden Fall, das ist die Idee. Und hoffentlich für sie kommen dann bald die Adoptantin. Wenn das klappen sollte. Aber ja, die irgendwann muss das hier auch, das Dach muss halt irgendwie neu gemacht werden. Aber das ist halt ein langes Projekt, weil die Balken sind schon am Durchgammeln und das Dach an sich ist auch nicht, ist nicht ideal. Naja, auf jeden Fall. Ist halt ein größeres Projekt, deswegen kann ich jetzt auch keine Kostenvoranschlag oder sowas machen. Und wie gesagt, peu à peu wird das dann gemacht.